Am 6. Dezember 1955, kurz nach 2 Uhr nachts, wurde in Zürich eine Frau verhaftet, die behauptete, aus Basel zu kommen und Anwältin zu sein. Sie trug eine grüne Korthose und einen Ozelottmantel, dazu roten Lippenstift, aber keinen Hut. Ihre Handtasche hing von der linken Schulter herunter. Auffällig war, dass sie weder Eile noch Angst hatte. Den Blick hatte sie auch nicht gesenkt. Wie war so etwas möglich? Eine Frau, mitten in der Nacht, ganz allein? Für die zwei patrouillierenden Polizisten war klar, ein Trottoir Amsle. Man ging auf sie zu und stellte sich ihr in den Weg. Anhalten! Woher sie komme, wollte man wissen, wer sie sei und wohin sie gehe. Woher sie sich das Recht nehmen, ihr solche Fragen zu stellen, entgegnete die Angesprochene. Auf die Forderung nach ihrem Ausweis reagierte sie kühl. Wieso? Ich bin nicht verpflichtet, einen Ausweis auf mir zu tragen. Im Übrigen habe ich keinen bei mir. Die Beamten fühlten sich durch ein solches Verhalten, dazu noch von einer Frau, geradezu provoziert. Ob sie das Gefühl habe, in diesem Staat tun und lassen zu können, was ihr beliebe. Wie heißen sie? Wo wohnen sie? Um die Sache kurz zu machen, gab die Frau Namen und Adresse an. Iris von Rothen, Oberer Heuberg 12, Basel. Als sie weitergehen wollte, wurde ihr abermals der Weg versperrt. Halt! Man wolle noch allerlei von ihr wissen. Wohin sie gehe zum Beispiel? In welches Hotel? In keines. Sie werden wohl irgendwo übernachten, also wo? Wie kommen Sie dazu, mich zu fragen, wo ich übernachten werde? Übrigens steht es mir frei, überhaupt nicht zu übernachten. Immer zu gehen, beispielsweise bis nach Ziegelbrücke. Von wo kommen Sie überhaupt? Von Basel? Aha, vielleicht sucht man Sie in Basel. Sind Sie heute von Basel gekommen? Ja. Wann? Soeben. Um diese Zeit kommen gar keine Züge an. Polizisten, die im Umkreis des Bahnhofs patrouillieren, sollten die Ankunftszeiten der letzten Züge kennen. Nein, das brauchen wir nicht zu wissen. Haben Sie eine Fahrkarte? Zeigen Sie sie. Die Frau zeigte ihre Fahrkarte, doch selbst dieser exakte Nachweis genügte nicht. Sagen Sie jetzt, wohin Sie gehen. Nein, Sie haben kein Recht, das zu wissen. Dann nehmen wir Sie mit auf den Polizeiposten. Das ist geradezu absurd. So. Vielleicht, Fräulein, sagen Sie uns, was Sie vom Beruf sind. Als sie sagte, dass sie Journalistin und Anwalt sei, brachen die uniformierten Beamten in lautes Gelächter aus. Man wird es dann auf dem Polizeiposten schon sehen, ob Sie Journalistin und Anwalt sind. Kommen Sie. Worauf die aufmüpfige Frau in den schwarzen Dienstwagen verfrachtet wurde. Es ist unsere Pflicht, Sie zum Schutze der Öffentlichkeit auf den Polizeiposten zu bringen. Sie sind eine Gefahr für die Öffentlichkeit, Sie haben provoziert. Nach einem Anruf an die Basler Kollegin war klar, die Festgenommene hieß Iris von Rothen und war tatsächlich Anwalt. Verheiratet mit dem ehemaligen Nationalrat Peter von Rothen, ebenfalls Anwalt und Inhaber diverser politischer Ämter im Kanton Wallis, Mutter einer zweijährigen Tochter und nebenberuflich Journalistin. Nun, da man wisse, wer sie sei, stelle sich allerdings die Frage, wer sich um ihr Kind kümmere, während sie hier so frei herumspaziere. Hat ihr Mann diesem nächtlichen Ausflug überhaupt zugestimmt? Die Frau, die sich weigerte, auch nur eine einzige dieser Fragen zu beantworten, wurde geradezu jähzornig. Was ihnen eigentlich einfalle, ihr solch privaten Fragen zu stellen? Eine Beamtenuniform mache sie noch lange nicht zu besseren Menschen. Einen solchen Ton anzuschlagen hatte noch niemand gewagt.